Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin, Potsdam 1, Hamburg 1 und Future TV in Baden-Württemberg. Wir reden über das Geld. Vor knapp einer Woche gab es den ersten Entwurf des neuen Bundeshaushaltes 2025 und der ist schon nicht so ganz begeisternd aufgefangen worden. Und jetzt am Mittwoch, am 17., legt das Kabinett seinen Entwurf vor und man kann erwarten, dass das nicht allen gefallen wird, was da steht. Der Bundesverteidigungsminister hat schon gemotzt und gesagt, das ist viel zu wenig, was da drin ist. Also es erwarten uns wieder heiße Wochen oder auch nicht. Darüber wollen wir heute reden mit Andreas Tewald, freier Journalist, lange Jahre bei Bild und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Dr. Andreas Rinke von Reuters, auch Ihnen wieder herzlich willkommen. Und Rena Lehmann von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der, wir lachen. Weil sie weiß, was jetzt kommt. Häufig zitierten Regionalzeitung. Gut, ich hätte gesagt, der meist zitierten, aber häufig ist auch gut. Frau Lehmann, was ist denn los in dieser Republik? Die CSU zerreißt den ganzen Haushalt schon vorher, verantwortungslos, schlechtes Papier, schlecht gerechnet, schlecht gemacht. Muss sie auch, ist in der Opposition. Ist da was Gutes dran an diesem Zahlenwerk? Ja, also aus der CSU hieß es ja kurz nach der Einigung, die Ampel sei stehend K.O. Das fand ich dann doch so ein bisschen übers Ziel hinausgesprungen, auch für die Opposition, weil man ja schon sagen muss, dass es doch eine einigermaßen große Überraschung war, dass es überhaupt gelungen ist, sich doch auf so einen Haushalt, den ich insgesamt als recht solide bezeichnen würde, zu einigen. Und diese Einigung ist gerade in dieser Zeit auch erstmal was Gutes, würde ich sagen. Also wenn wir mal den Blick nach Frankreich richten in den letzten Wochen, wo nach den Europawahlen dann Neuwahlen anstanden und erstmal eine Zeit der Ungewissheit und Instabilität jetzt möglicherweise auch bevorsteht, ist so eine Haushaltseinigung in Deutschland erstmal ein Zeichen dafür, dass die Ampel sich zusammenrauft für das nächste Jahr und dass in diesen Zeiten Deutschland jetzt nicht im politischen Chaos versinkt. Und deshalb, ja, die Kritik der Opposition ist überzogen und wenn man sieht, was denn da jetzt kritisiert wird aus der Union speziell. Da macht man die Kritik fest, jetzt zum Beispiel am Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte, was aus meiner Sicht jetzt wirklich so ein Nebenaspekt dieses Haushalts ist. Aber so die ganz große Grundsatzkritik ist doch ausgeblieben. Also sie haben gar nicht so viel gefunden, was sie da so wirklich im Grundsatz kritisieren können. Ja, aber wenn ich den Verteidigungsminister ansehe, der mit sehr viel mehr Geld gerechnet hat und es jetzt nicht bekommt, obwohl alle gesagt haben, Scholz und er sind doch gute Buddies und gute Freunde und da kriegt er doch bestimmt einen ganzen Batzen Geld. Das geht jetzt nicht auf. Warum nicht? Das geht nicht auf, weil das Oberziel tatsächlich war, sich auf einen Haushalt zu einigen, ohne die Schuldenbremse auszusetzen. Herr Pistorius hat gerade gestern nochmal gesagt, dass er überzeugt davon ist, dass es nicht bei der Summe bleibt, die jetzt in den Haushalt eingestellt wird. Wir haben ja noch eine parlamentarische Beratung, die kommen wird. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es da auch noch einen Aufwuchs geben wird. Ich glaube, was man bei der Debatte um den Verteidigungsetat nicht vergessen darf, ist, dass das fast wichtigere Ziel ist, dass jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung diese 80 Milliarden für das Jahr 2028 zum ersten Mal festgeschrieben sind. Jede weitere Regierung wird Probleme haben, davon wieder runterzukommen. Das ist nun fixiert und deswegen ist Pistorius so halb zufrieden, halb unzufrieden. Wie gesagt, ich glaube, es wird noch einen Nachschlag geben. Aber Herr Dr. Rinke, wir vergessen immer eins dabei, was passiert ist in den letzten zwei Tagen, der letzten Woche. Da hat man ein Agreement gemacht auf Raketenbasis. Wir kaufen die Raketen, die Amerikaner in Deutschland einlagern und wo sie auch die Hand drauf haben, aber wir müssen es bezahlen. Das taucht doch im jetzigen Haushalt 25 noch nicht auf. Aber in der langfristigen Finanzplanung bis 28 muss das auftauchen. Absolut. Und diese Raketen kosten eine Menge Geld. Absolut, deswegen habe ich ja gesagt, es wird sicher noch einen Nachschlag geben. Die Raketen kommen allerdings erst 2026 und ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass wir ja bis 2027 noch das sogenannte Sondervermögen, eigentlich ist es eine Kreditlinie, für die bessere Ausstattung der Bundeswehr haben. Das Geld ist zwar eingeplant, aber das heißt, dass zusätzliche Ausgaben zum Beispiel für die vorübergehende Stationierung dieser Langstreckenwaffen dann aus dem regulären Etat bezahlt werden müssen. Ja, aber das wissen wir doch jetzt schon, dass das nicht geht. Ja, wieso? Das ist der Haushalt 26, den das betrifft. Das kann ja noch kommen. Und ich erwarte, wie gesagt, dass selbst für den Haushalt 2025 es noch einen Nachschlag geben wird. Ja, und 2026 haben wir Bundestagswahl.
die haben wir ja schon 2025 und deswegen ist die Haushaltsaufstellung im nächsten Jahr sicher nochmal herausfordernd. Mhm. Aber man muss das ja auch sehen in Abwägung tatsächlich aller anderen Interessen, die es gibt. Wir stehen vor Landtagswahlen im Osten. Wenn man jetzt nur den Verteidigungsetat stark erhöht hätte, also die Summe, die Herr Pistorius gefordert hat, waren 6 Milliarden, also 5 Milliarden höher als das, was er jetzt als Zuschlag bekommt zu der bisherigen Planung. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt so gut angekommen. Kann man damit leben? Ich glaube, in der Sache kann man damit leben. Was ich so schwierig finde, ist immer, dass die Ampel es regelmäßig schafft, eine Einigung so hinzubekommen, dass alle Welt glaubt, die sind heillos zerstritten. Also wenn ich im Kanzleramt eine Einigung mache, die so selbstverständlich jetzt gar nicht war, und dann kommt sofort der Gegenwind, nicht nur aus der Opposition, von dieser Seite ist er erwartbar, sondern er kommt permanent aus dem eigenen Reihen. Also es gibt ja aus jeder Partei, gibt es ja welche, die heillos unzufrieden sind. Die Grünen meckern rum, weil das mit der Kindergrundsicherung eigentlich nichts Vernünftiges geworden ist. Der Herr Pistorius meckert herum, es gibt welche aus der Sozialpolitik. Dann gibt es wieder dieses ganze Gerede, soll man die Schuldenbremse aufrechterhalten oder nicht. Das erweckt immer den Eindruck, eigentlich sind die wirklich stehend K.O. Ich glaube auch nicht, dass sie stehend K.O. sind, aber diesen Anschein erwecken sie. Und das halte ich deshalb für so dramatisch, weil ich glaube, die in diesen Zeiten, die ja relativ unsicher sind oder die den Leuten das Gefühl geben, dass es überall wankt ist und alles wird schwierig, wir kriegen möglicherweise den Trump, wir haben noch den Krieg, in Deutschland ist die Inflation hoch, müsste eine Regierung eigentlich ein bisschen Stabilität vermitteln. Und das tut sie nicht. Und das sorgt für eine enorme Verunsicherung. Das halte ich für das Riesenproblem. Ansonsten kann man sagen, ob ich nur 3 Milliarden mehr hier hinschiebe oder dahin oder ob ich es als Großtat feiere, wenn plötzlich für Kinder 5 Euro mehr ausgelobt wird, da wird jetzt auch die ganze Welt vor Begeisterung springen. Das halte ich für riesig schwierig, dass die Leute das Gefühl haben, ja, was machen die denn jetzt da? Das sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Ich finde gar nicht, dass die Kritik aus den eigenen Reihen jetzt so vernichtend ist nach dem Haushaltsentwurf. Also dass es Streit darf es auch in unsicheren Zeiten doch noch geben, zumal um den Haushalt, der ja eigentlich auch sozusagen das Königsrecht des Parlaments ist, ihn zu verabschieden. Und also dass es überall zu wenig ist. Also diese Debatte erleben wir von den Fachpolitikern ja immer. Und ich finde eigentlich eher auffällig, wie sehr zum Beispiel die Grünen sich eigentlich mit Kritik zurückhalten. Die sind auch ganz zufrieden. Ihre Energiewende, die ihnen wichtig ist, geht so weiter. Es fokussiert sich eigentlich tatsächlich auf die Kritik an den Verteidigungsausgaben, die höher sein müssten, also an Ausgaben für innere und äußere Sicherheit. Ansonsten erlebe ich eigentlich nicht die Kritik im Grundsatz. Und dass jetzt weiterhin gesagt wird, eigentlich müsste man die Schuldenbremse reformieren, aussetzen. Ja gut, das ist sozusagen Parteiprogrammatik derzeit der Grünen und der SPD, dass man das dann auch mal wieder akzentuiert, finde ich eigentlich nur normal. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen in der Kritik immer an dem Streit in der Ampel, dass wir nicht vergessen, dass ja Streit auch einfach zum politischen Geschäft gehört. So. Also bei allen unsicheren Zeiten kann man da auch den Bürgern sozusagen nichts vormachen und sagen, jetzt hat die Regierung einen Haushalt vorgestellt und danach müssen mal schön alle ihre, salopp gesagt, Klappe halten. Ich sehe das eigentlich so ähnlich wie Frau Lehmann, wenn ich das unterstützen darf. Es gibt allerdings bei diesem Haushalt zwei Sichtweisen. Die eine ist von außen und die andere ist innenpolitisch. Als Signal nach außen und nach Europa, wo einige Länder jetzt gerade wieder voll in die Verschuldung abdriften, ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal, dass man das innerhalb der Schuldenbremse geschafft hat. Ich erinnere nur an Frankreich mit Regierungsbildung und wahrscheinlich sehr großen Erwartungen, wie man jetzt die Schuldenbremse noch weiter, nicht Schuldenbremse, aber die von der EU akzeptierte Verschuldung noch weiter reißen kann. Innenpolitisch ist es so, dass es wahrscheinlich nicht das große Aufbruchssignal ist, was ja eigentlich einige SPD zum Beispiel und die Grünen erhofft hatten für das Wahljahr. Das ist sicher das Manko, weil in der Bevölkerung sich das Gefühl einstellen wird, meiner Meinung nach, die sind stabil, die kriegen doch noch was hin, aber es ändert sich eigentlich nicht so viel. Naja, sie kriegen das hin. Das ist ja so ein bisschen schwankendes Gelände, auf dem ich mich bewege. Wenn ich sage, der Herr Mützenich als Fraktionschef der SPD bittet mal eben den Kanzler zum Report und berief letzte Woche, fast auf den Tag genau von der Woche, die Fraktion zusammen, um den Kanzler zu zwingen, Farbe zu bekennen. Und jetzt ist Kabinettssitzung in drei Tagen, am 17. Mittwoch. Was glauben Sie denn, wird das ruhig verlaufen oder wird dann nochmal ein Aufschrei durch die Gemeinde gehen, dass die Zahlen ja wieder so anders sind?
Nein, ich glaube, die Kabinettssitzung wird einigermaßen ruhig verlaufen. Und da wird das halt beschlossen und der Rest wird dann im Parlament eine große Rolle spielen. Bisschen sozusagen Einbruch machen will, ist, mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, die einigen sich im Kanzleramt und dann soll der Rest der Koalition die Klappe halten. Das meine ich nicht. Über jeden Haushalt wird ja immer gestritten. Das Problem sehe ich immer nur darin, dass die Ampel nicht das Gefühl vermittelt, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Nach dem Motto, wir reden vom Wumms und Doppelwumms, das hatten wir alle schon, dann heißt es, wir müssen wahnsinnig die Bundeswehr aufrüsten, damit wir verteidigungsfähig werden. Und dann kommt als Signal, Pistorius kriegt viel zu wenig Geld dafür. Und das bleibt dann hängen nach dem Motto, sie machen eigentlich das Gegenteil von dem, was sie ursprünglich mal versprochen haben. Oder beispielsweise nehmen wir an, dass diese 5 Euro für die Kindergeschichte. Was war das? Lange Zeit eine Debatte um diese Kindergrundsicherung. Dann haben sie irgendwann alle gemerkt, dass das, so wie das Frau Paus geplant worden ist, ist irgendein Rohrkrepierer. Dann müsste man irgendwann die Ehrlichkeit besitzen zu sagen, okay, alles noch auf Null, wir machen das irgendwann nochmal neu und müssen gucken, kriegt man das irgendwann vernünftig hin. Das kriegt man aber jetzt nicht im Jahr vor der Wahl so mal zwischen Tür und Angel schnell hin. Dann muss man halt einen Neuanlauf wagen, aber nicht sagen, wir packen jetzt 1 Milliarde da drauf, dann ist dann Ruhe. Das ist dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Das kritisiere ich eigentlich. Dass die Leute einfach sagen, wo geht's denn jetzt hin? Oder wenn ich mir dieses Wachstumspaket angucke, was sie machen, wenn ich mir das Echo angucke aus der Fachwelt, dann sagen die alle, ja, das sind alles für sich genommen ganz nette Maßnahmen, die sind auch hier und da sinnvoll, aber dass da jetzt irgendwie der große Aufbruch kommt oder dergleichen, das ist nicht so. Das ist alles so ein bisschen verdruckst. Wir machen hier was und wir machen da was, aber eigentlich machen wir nirgends richtig. Wir konzentrieren uns nicht auf irgendwelche Dinge. Mhm. Das meine ich. Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, warum gerade die SPD sich jetzt nicht zum Beispiel hinstellt und diesen Haushalt auch ein Stück weit als Erfolg verkauft, weil wir erinnern uns ja an die Debatten der letzten Wochen, wo die SPD-Spitze sich täglich darin überschlagen hat, vor dem Tod des Sozialstaats sozusagen zu warnen oder vor dem Kahlschlag. Und jetzt wird am Sozialstaat sozusagen, gerade mal überhaupt gar nichts gekürzt. Im Gegenteil, es gibt ein bisschen mehr Kindergeld, es gibt ein bisschen mehr Kindersofortzuschlag, 2 Milliarden Euro werden in den Kita-Ausbau investiert. Also es sind aus meiner Sicht alles Dinge, womit die SPD sich jetzt auch brüsten könnte und sagen könnte, wir haben es auch geschafft, wir haben den Sozialstaat, also mein Bürgergeld wird nicht gekürzt. Das könnte man auch irgendwie anders verkaufen, da sie das nicht tun, mal wieder und so tun, als wäre jetzt die Lockerung der Schuldenbremse das einzig selig Machende. Ich möchte auch gerne mal konkret wissen, wofür eigentlich. Also warum braucht man jetzt unbedingt die Lockerung der Schuldenbremse? Was konkret fehlt jetzt gerade, auch gerade im Sozialen, um das zu rechtfertigen, sie jetzt zu lockern? Also diese Argumente höre ich irgendwie gar nicht aus der SPD. Ja, Frau Lönnige, da sind wir an dem Punkt, die Leute trauen der Regierung nicht. Sie trauen der Regierung nicht diesen großen Wurf zu, dass man Aufbruchssignal vermittelt. Und ich erinnere nochmal dran, dass diese Koalition sich ja als Aufbruchkoalition verstanden hatte. Sie ist halt mit ihren großen Projekten bei der Energiewende zwar vorangekommen, aber hat den Leuten das Gefühl vermittelt, dass es eben ein Murksaufbruch ist. Aber ich würde ganz gerne nochmal etwas widersprechen bei der SPD. Ich finde, die SPD hat vor den Verhandlungen oder in der letzten Phase der Verhandlungen Fehler gemacht. Sie haben die Schuldenbremse erwähnt. Diese Fixierung auf die Schuldenbremse war meiner Meinung nach ein Fehler, weil Sie den Eindruck vermittelt haben, dass ohne eine Aussetzung der Schuldenbremse dieser Haushalt nichts ist. So, jetzt hat die SPD als Kanzlerpartei natürlich ein Problem und der Kanzler selber. Der Kanzler ist zerrissen zwischen den Forderungen der SPD und seinem Wunsch, die Koalition zusammenzuhalten. Er hat die Koalition zusammengehalten und die SPD hat jetzt das Problem, wie soll sie diesen Etat jetzt als Erfolg vermitteln, trotz der von den Sozialdemokraten gewünschten Nichtkürzung im Sozialbereich. Aber sie hatte eben vorher den Eindruck vermittelt, so geht es auf keinen Fall. Es geht so und wie will man das als Erfolg verkaufen? Und wie gefährlich ist denn die Gruppierung der neuen Linken innerhalb der SPD-Fraktion? Jetzt sind es 30 Leute. Kann das gefährlich werden für den Kanzler, dass sich dort eine innerparteiliche Opposition formiert, die stärker und stärker wird, weil sie sagt, du kannst das nicht mehr so verkaufen, dass die Leute uns wieder wählen. Wir sacken in den Umfragen immer ab und weiter ab. Neueste Umfrage für Brandenburg von gestern, BSW 6 Punkte rauf.
Also ich glaube, vor der Wahl, wird das, also vor der nächsten Bundestagswahl wohlgemerkt, wird das nicht wirklich... 2025. Ja, weil es wirklich eher selbstmörderisch wäre. Der Punkt ist doch einfach der. Wir sind jetzt Mitte 2024. Eine Palastrevolution innerhalb der SPD ist undenkbar, dann brauche ich gar nicht mehr anzutreten. Das heißt, die kommen jetzt um Olaf Scholz sowieso nicht drumherum. Und sie werden vor der Wahl keine nennenswerten Veränderungen mehr machen. Ich glaube, die SPD macht einen großen Selbstbetrug, oder die Linken, wenn die glauben, die Probleme, die wir hätten, ließen sich in erster Linie mit mehr Geld lösen. Das stimmt einfach nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns eine Sozial- und Arbeitsbürokratie, die ist heillos überbürokratisiert. Die muss mal entschlackt werden. Wenn ich mir angucke, den Jobturbo von Hubertus Heil, das ist doch gar kein Turbo. Der funktioniert überhaupt nicht. Oder wenn ich mir angucke, diese Geschichte jetzt, wo man diesen Steuer oder diese Steuerbefreiung oder den Bonus für ausländische Fachkräfte nimmt, das passt ja einfach überhaupt nicht in die Zeit von der Grundidee her. Natürlich gibt es diese Dinge in anderen Ländern, aber zu sagen, ich mache auf der einen Seite, verschärfe ich jetzt alles rund um das Thema Migration und sagen, wir müssen das alles irgendwo zurückdämmen und dann komme ich mit einer solchen Geschichte, dann sind die Leute nur noch irritiert und sagen, was soll das denn, weil das ja alles in einem Topf diskutiert wird. Deshalb, da ist keine Stimmigkeit. Und da glaube ich, diejenigen in der SPD, die jetzt glauben, man könne da so ein bisschen gegen den Kanzler aufbegehren, die werden relativ schnell die Fahne einrollen, weil sie merken werden, dass sie die Wahlchancen der SPD weiter minimieren werden, wenn sie das tun. Wo ist die Lösung? Gibt es ja tatsächlich in der SPD den Hang, sich selbst zu zerfleischen. Also zumindest gab es den früher. Das ist ja eher erstaunlich, dass es in dieser Legislaturperiode so ruhig war. Aber ich teile die Einschätzung, dass bis zur Wahl eigentlich kein ernsthafter Widerstand kommt. Das Problem für die SPD ist, und Sie haben BSW erwähnt, ein ganz anderes Thema, im Zusammenhang mit dem Verteidigungsetat, aber auch im Zusammenhang mit der Ukraine speziell. Ich glaube, das ist wirklich ein Erklärmuster, was im Moment noch unterschätzt wird für den Aufschwung sowohl möglicherweise wieder der AfD einen erneuten Aufschwung, als auch besonders für BSW, die sich ja als Friedenspartei geriert. Und deswegen hatte ich das vorhin gesagt, also ein übermäßiger Aufwuchs der Verteidigungsausgaben würde direkt auf das Konto von BSW einspielen, die es irgendwie geschafft haben, den Eindruck zu vermitteln, dass nur sie für den Frieden und alle anderen gegen den Frieden seien. Ja, nach den neuesten Umfragen, Frau Lehmann, liegt BSW in der Frage, wer kann am schnellsten, am besten für Frieden sorgen, 80% auf die BSW entfallen. Mhm. Das heißt, wo findet denn die SPD, wo finden die anderen Parteien denn einen Weg zurück zu einer Politik, die wieder annimmt, dass auch die anderen Parteien Friedensparteien sind und nicht den Eindruck vermitteln beim Kanzler, er redet viel vom Frieden, aber er kauft immer mehr Waffen ein. Mhm. Ja, das wird tatsächlich als Widerspruch wahrgenommen. Ich wundere mich darüber eigentlich, oder ich habe Respekt davor, dass es Sarah Wagenknecht doch immer wieder gelingt, es so darzustellen, als hätte sie für diesen Konflikt die Lösung. Denn Experten wie Claudia Major zum Beispiel, die ja häufig in Talkshows auch auftritt und für die Unterstützung der Ukraine vehement wirbt, stellt ja immer wieder klar auch, dass es bisher so viele Bemühungen gegeben hat, die nicht gefruchtet haben. Also deshalb, es gelingt aber trotzdem Frau Wagenknecht offenbar da eine andere Erzählung zu finden. Und Olaf Scholz hat eigentlich ja mit seinem Weg über lange Zeit auch der Skepsis gegenüber der Bevölkerung, dass es für Deutschland eben auch gefährlich werden könnte, die Ukraine zu unterstützen, viel Rückhalt gehabt. Also er hat da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Einerseits mit diesem abgestimmten Vorgehen mit den Partnern und andererseits aber auch einer wirkungsvollen Unterstützung aus Deutschland, da sozusagen eine Linie zu finden. Die hat ja auch immer noch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Also das muss man ja auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das BSW jetzt hier die Mehrheitsmeinung inzwischen ist. Naja, der Punkt ist, dass die SPD absackt, Woche für Woche. Und in den Ländern im Osten, wo im September gewählt wird, sich schon nahe an die 5%-Hürde herantastet. Die Frage ist ja, was muss die SPD-Führung insgesamt machen, um das Pendel wieder in andere Schwingungen zu bringen? Und schafft sie das noch überhaupt? Und das wollen wir gleich nach der Pause weiter diskutieren. Und dann hat Andreas Tewald das Wort und wir machen eine kleine Denk- und Werbepause
bleiben Sie dran, es geht um den Bundeshaushalt, der Mittwoch jetzt am 17. durchs Kabinett muss und dann wird diskutiert und beschlossen wird er erst Anfang November im Bundestag. Haushaltsrecht ist Bundestagsrecht. So ist das. Und wir reden gleich weiter, bleiben Sie dran, kurze Pause, Wasser holen, Bier holen, Kaffee holen. Bis gleich. Zurück in unserem Pressetalk Andruck und wir reden über den Haushalt, der am Mittwoch, am 17. durchs Kabinett geht und dann warten wir mal ab, wie er zerpflückt wird oder gut geheißen wird. Was auch immer passiert, denn es ist Zeit zu diskutieren bis zum November. Dann erst findet die Schlussabstimmung im Bundestag statt und bis dahin gilt das Strucksche Gesetz, der gesagt hat, kein Gesetz geht in den Bundestag und kommt so wieder raus. Herr Tewald, was muss die SPD machen, dass sie aus dem Tal der Tränen herauskommt? Offenbar gelingt es ihr nicht mit keinem Thema. Das ist jetzt die Millionen-Dollar-Frage. Ja, wie immer. Stelle ich Ihnen immer. Ich glaube, im Augenblick können die relativ wenig tun. Mein Eindruck ist, dass die gesamte politische Debatte im Bund überlagert wird von der Perspektive Landtagswahlen im Osten. Weil alle Parteien wissen, im Osten, in diesen drei Ländern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, wird es Ergebnisse geben, die uns, den etablierten oder demokratischen Parteien, überhaupt nicht gefallen werden. Die SPD ist, von Brandenburg mal abgesehen, im Osten, sprich in Thüringen und in Sachsen ja nur noch in kleiner Ausgabe, wenn überhaupt, vorhanden. In Brandenburg sind sie dank Herrn Woidke, sind sie relativ gut zu Fuß noch. Aber ob das alles nicht von AfD und BSW so stark dominiert wird, weiß keiner. Das weiß ja auch die Union nicht, die vor der Frage stehen wird, wie machen wir das zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen? Können wir da irgendetwas reißen oder gehen wir da auch den Bach herunter? Und ich glaube, danach, nach diesen Wahlen, werden die Karten in bestimmter Weise neu gemischt im Blick auf die Bundestagswahl. Dass das Migrationsthema so nach vorne gespielt wird, bis hin tief in die SPD, hat ja damit zu tun, dass man denkt, okay, die AfD, aber auch die BSW operieren mit diesem Thema, also müssen wir da auch irgendwie ein bisschen schärfer rangehen. Diese Friedensbemühungen spielen eine große Rolle, wie weit man das sozusagen von Ostdeutschland auf Westdeutschland transponieren kann, bin ich skeptisch. Ich glaube, da ist die Stimmung in Ostdeutschland eine andere, als es die in Westdeutschland gibt. Aber das wird, glaube ich, nach den Landtagswahlen werden alle überlegen, wie müssen wir uns überhaupt aufstellen fürs nächste Jahr, damit wir da halbwegs längst kommen. Für die Union stellt sich dann zum Beispiel die Frage, müssen wir zum Beispiel in Thüringen mit BSW koalieren, weil es sonst ohne gar nichts mehr geht. Das wird ja eine komplett veränderte Debatte mit Brandmauern und dergleichen geben, wenn das so stattfinden sollte. Für die SPD wird das auch ein Thema werden, wenn die in Sachsen mit 6-7% nach Hause kommen, wenn sie denn diese Zahl schaffen, dann ist das ja für eine Partei, die mal Volkspartei sein wollte, auch im Osten, ja so kümmerlich, dass die sich was einfallen lassen. Wir haben ja eine Zeitschiene, Dr. Rinke, dass die Wahlen sind am 1. September, die Verabschiedung des Bundeshaushaltes ist 6 Wochen später und die Stimmung in der Bevölkerung kann ja noch kippen nach der Wahl, bundesweit, wenn man merkt, oh je, die AfD ist zu stark oder die BSW ist zu stark und vielleicht hat das einen heilsamen Effekt oder wird es genau andersrum sein, dass die Wähler sagen, Gott sei Dank, jetzt kommen mal die dran und die sollen mal zeigen, was sie können. Ich könnte mir vorstellen, dass das Entsetzen über den Ausgang der Wahlen ziemlich groß sein wird und ich teile absolut die Einschätzung, dass wir danach einen völlig anderen Diskurs auf Bundesebene haben werden als vorher, weil im Moment der Blick auf diese drei Landtagswahlen im Osten geht. Danach gibt es keine Wahl mehr bis zur Bundestagswahl, die in Ostdeutschland stattfindet. Die meisten Stimmen sind im Westen zu vergeben. Und ich hatte ja eben schon gesagt, bei der Verteidigung und bei dem Thema Ukraine gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen und Sensibilitäten im Osten und im Westen. Ich glaube, dass BSW die Gefahr für CDU und SPD, also für beide, steckt darin, dass BSW und AfD im Osten abräumen können durch das Thema Ukraine, jetzt die Stationierung der amerikanischen Langstreckenwaffen. Das wird nochmal einzahlen, die hohen Verteidigungsausgaben, die Ukrainer im Bürgergeld, ein Verhetzungsthema, was man nutzen kann, egal wie die Realitäten da wirklich sind. Also das sind alles Themen, die im Osten sehr sensibel auch unter dem Gerechtigkeitsthema diskutiert werden danach. Und deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich glaube, dass es Veränderungen beim Verteidigungsetat noch geben wird.
danach, nach den Landtagswahlen, werden wir eine andere Debatte haben. Sie sind doch gerade durch den Osten gereist. Was war denn Ihr Eindruck, persönlicher Eindruck? Wir sitzen hier ja im Studio, wir sitzen in unseren Büros und schreiben über das, was wir glauben zu empfinden. Sie haben es gespürt. Na, der Eindruck ist zum einen, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht so eine sehr rohe Skizze von dem haben, was der Osten eigentlich ist, weil er sehr, sehr vielfältig ist, weil es fantastische Projekte, sich sehr gut entwickelnde Städte gibt, in denen übrigens auch die politische Entwicklung anders ist. Also das haben wir jetzt in den Kommunalwahlen gesehen. Es ist ja keineswegs so, dass AfD, BSW überall einen Siegeszug antreten. Also da muss man wirklich auch aufpassen, dass man den Osten nicht generell in die Krise redet. Andererseits ist die Haupterkenntnis gewesen, dass tatsächlich dieses Ukraine-Thema eine größere Rolle spielt, als ich gedacht habe. Das taucht in fast allen Diskussionen auf, mit unterschiedlichen Aspekten. Und ich glaube, da sind die Parteien in Berlin nicht wirklich darauf vorbereitet. Die große Gefahr für die Ampel und die Stabilität sehe ich eigentlich darin, dass die Grünen und die FDP im Osten nichts mehr zu verlieren haben. Die haben schon alles verloren. Das heißt, die müssen auch weniger Rücksicht nehmen. Also es ist fraglich, ob die überhaupt noch in irgendeins der drei Parlamente kommen. Deswegen wird der Diskurs sich ein bisschen verändern. Die SPD muss darauf achten, dass sie es noch tut, dass sie Volkspartei bleibt. Und wir haben das ja in der Waffendebatte über die Ukraine, für die Ukraine auch erlebt, dass FDP und Grüne eigentlich immer die Treiber waren und den Eindruck verstärkt haben, dass Scholz nun ein Hauptwaffenlieferant ist und ich sage jetzt mal Kriegstreiber aus Sicht von BSW. Das war ja der Eindruck, der in der Ampel, also dieses Narrativ von Scholz, dass er einerseits verhandelt und andererseits die Ukraine unterstützt, ist in der Ampel zerstört worden, weil einerseits der Eindruck erweckt wurde, er macht viel zu wenig und andererseits Leute wie Herr Stegner, und das war auch gestern wieder die Reaktion auf diese Stationierung von Langstreckenwaffen, den Eindruck erweckt, dass auch diese Regierung und dieser Kanzler einer Eskalation das Wort redet. Wir ziehen ja immer Parallelen, ich zumindest, weil ich glaube, ich ein bisschen älter bin als Sie, zu Helmut Schmidt mit Beschluss SS-20 und Pershing-Raketen, wo die Partei dagegen war, es eine Riesendemonstration in Bonn gab mit über 500.000 Teilnehmern und hat es trotzdem durchgesetzt. Mhm. Ja, und ist am Ende gescheitert damit. Könnte das wieder passieren? Kann man da diese Parallele überhaupt ziehen? Ja, schwierig. Also es ist ja überhaupt so, dass diese Entscheidungen von solcher Tragweite, die gerade zu treffen sind, leichter aus einer Position der Stärke. Also Angela Merkel hatte diese Stärke fraglos in den letzten Jahren. Ganz zum Schluss vielleicht sogar nicht mehr, aber sie konnte solche Entscheidungen treffen, die dann auch akzeptiert wurden. Und in dieser Position ist aber Olaf Scholz, so würde ich das analysieren, schon seit längerem nicht mehr. Das heißt, er kann nicht im Alleingang wirklich, radikale oder weitreichende Entscheidungen treffen, auch wenn er sie für Deutschland, auf dem internationalen Parkett und insgesamt für richtig halten würde. Das heißt, er kann nicht ganz alleine losziehen und sagen, so, dass ich bestimme das und das halte ich für richtig. Das für so schwach würde ich ihn inzwischen tatsächlich halten. Ist das so? Ich glaube, dass die Situation nicht vergleichbar ist. Es war ein völlig anderes Klima, als es Anfang der 80er Jahre dort war. Ich glaube, dass mir scheint auch der Aufschrei auszubleiben im Augenblick. Man liest das so, es gibt diese Tauchraketen, die sind jetzt angeschafft worden. Alle sagen, was bedeutet das? Es ist aber nicht so diese Stimme, jetzt machen wir irgendwie die große Aufrüstung gegen Putin. So kommt das, glaube ich, gar nicht rüber im Augenblick. Dass es da bestimmte Linke gibt oder in der SPD, die das alles nicht toll finden, dass es gleichzeitig BSW gibt, die natürlich versuchen werden, daraus Funken zu schlagen, das verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Punkt gibt. Vor allen Dingen eines glaube ich ja auch, und da hat die Union ja maßgeblich dazu beigetragen, dem Olaf Scholz nimmt ja niemand den Kriegstreiber ab. Durch diese ganze Taurus-Debatte, die wir da lange Zeit hatten, wo er ja standhaft blieb und sagte, die liefern wir nicht an die Ukraine, ist ja eher der gegenteilige Effekt. Aber auf den Plakaten in den Städten im Osten steht immer Kriegstreiber Scholz.
Ja, gut, das ist aber dann, das sind aber diejenigen, BSW, das gibt es ja hier, wenn man sich mal so umhörte, bei, es gab ja auch zum Beispiel die Grünen, haben auch, waren irritiert bei den Wahlen, die es hier gab, sowohl in Berlin, aber auch bei der Europawahl, dass die auch immer wieder hörten, sie seien Kriegstreiber. Das hat die ja auch etwas in Verwirrung gestürzt. Wir sind nahezu am Ende der Sendung und ich will eine Frage an Sie drei stellen. Ich fange mal mit Trainer Lehmann an, ganz einfach. Nähern wir uns einem Krieg? Einem Krieg, der in Deutschland ausgetragen wird, meinen Sie? Nein. Nein, es geht darum, jetzt wieder die Abschreckung zu erzeugen, auf die man früher vertraut hat. Und weil Deutschland und auch die NATO zu wenig Fähigkeiten hatte und zu wenig aufgebaut hat in den letzten Jahren, gibt es jetzt Nachholbedarf. Das Konzept Abschreckung besteht darin, dass man stark ist, damit man nicht angegriffen wird. Und ich glaube, das wird, weil die NATO einfach insgesamt auch sehr stark ist, weiter. Und da sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Das bedeutet sehr, sehr viel mehr Geld. Ja, aber ich erinnere mal dran, dass jenseits der Debatte um diesen aktuellen Haushalt 2025 das 2%-Ziel ja nun eingehalten wird die nächsten Jahre. Wir haben ja durchaus gigantische Ausgaben für neue Rüstungsprojekte, die auf den Weg gebracht wurden. Frieden oder Krieg? Ich sehe auch keine Kriegsgefahr, zumal ich auch glaube, dass erstens würde Putin sich maßlos überheben. Man erschafft es ja nicht mehr, die Ukraine zu besiegen. Da haben wir anfangs Leute wie auch zum Beispiel Christian Lindner geglaubt, wenn die Krieg führen, dann sind die in wenigen Tagen haben die Kiew überrollt. Stimmt aber alles nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel die Chinesen, die ja seine Verbündeten sind oder sich so geben, die machen das doch in erster Linie deshalb, weil sie froh sind, wenn der Westen mit diesem Kriegsschauplatz beschäftigt ist, aber sie haben überhaupt kein Interesse daran, sozusagen, dass das ja viel größere auch ökonomische Verwerfungen hätte, wenn das eine Ausweitung gäbe. Da würden sie, glaube ich, dann schon in die Parade fallen. Da sehe ich ehrlich gesagt wirklich keine Gefahr. Also trotz aller Trommeln, die wir hören, wir alle glauben, die wir hier sind, nicht daran, dass es zu einem Krieg kommt. Ich hoffe, wir bleiben bestärkt in diesem Glauben und jedenfalls hoffen wir, dass es nicht zum Krieg kommen wird, sollten die Trommeln mal größer werden. Ich bedanke mich für heute wieder das Gespräch über Geld, Frieden und Krieg bei Andreas Tewald, freier Journalist und früher lange Zeit bei Bild und Hamburger Abendblatt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Dr. Andreas Rinke von Reuters und vielen Dank von Rainer Lehmann von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der meistzitierten Zeitung. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ist gut so. Und ich bedanke mich bei Ihnen, die uns zugeschaut haben bei Hamburg 1, TV 1, TV Berlin, Potsdam 1 und Future TV in Baden-Württemberg. Vielen Dank, bis nächste Woche. Und dann wissen wir mehr, dann liegen die Zahlen auf dem Tisch. Das Kabinett legt sie diese Woche am Mittwoch auf den Tisch und wir gucken alle rein. Und dann diskutieren wir ein neues Mal darüber, wie das wird. Danke für heute und tschüss.